So, moin. Also heute hat der Bundesrat entschieden, auf ökologischen Vorrangflächen dürfen wir nichts machen. Keine vernünftige Landwirtschaft. Gut, das merken wir uns mal. Ich möchte mal zeigen, was das überhaupt heißt. Eine ökologische Vorrangfläche ist sowas hier. Das hier haben wir seit Jahren nicht mehr anpacken dürfen. Mussten wir also brach liegen lassen. So, hier vorne seht ihr Weizen. Da wächst Winterweizen. So, es war viel zu spät. Die Politik handelt ja eh immer viel zu spät. Man hätte noch vor ein paar Wochen hier Sommerweizen hinmachen können. Dann hätte man die beiden Felder zusammen ernten können. Daneben seht ihr, ist mein Nachbar mit Raps. Und hier vorne, hier ist mein Bio-Nachbar. Der baut hier Bio an. Wird hier wahrscheinlich auch irgendwie, was weiß ich, was der macht. Zuckerrüben hier noch vielleicht Bio-Zuckerrüben. Der hat es zum Auge gemacht. Oder Mais. Ist auch vollkommen egal. Fakt ist auf jeden Fall, dass Herr Özdemir sich durchgesetzt hat im Bundesrat, die Grünen mal wieder, statt wir es so machen, wie alle anderen in Europa auch. Weil es heißt ja, es kommt auf jede Kubikmeter Gas an, auf jede Kilowattstunde, wir müssen frieren für den Frieden. Aber die Grünen, Herr Özdemir ist der Meinung, das ist unwichtig. Hier passiert nämlich nichts drauf. Er ist der Meinung, wir würden hier Pestizide einsetzen, Dünger einsetzen und alles kaputt machen und sowas. Ich sage, ich weiß, ich bin Jäger, ich kenne mein Revier hier in- und auswendig. Hier ist nichts. Hier ist kein Hase, hier ist kein Rebhuhn, hier ist kein Fasan, gar nichts. Die stecken da drüben hin, da stecken die, wo wir Feldfrüchte anbauen. Und da drüben, da sind die Insekten. Die tummeln sich da jetzt schon, weil der Raps fängt an zu blühen. Hier ist nada, nichts. Und statt man in dieser Ausnahmesituation wenigstens jetzt mal sagt, fasst das zusammen, seht zu, dass wir endlich was für den Hunger auf der Welt tun. Nein, überhaupt nicht. Und wunderbar, wie auf Stichwort, tritt da hinten gerade das Rehwild. Schön aus den Hecken raus. Aus den ausgeräumten Landschaften, in denen wir wohnen. Das sagt ja unser Grünen-Vorsitzender hier im Landkreis. Mein Gott, unvorstellbar. Das ist kleinteilige Landwirtschaft. Das ist das, was wir noch wollen. Wollen wir auf Tausenden von Hektaren wirtschaften? Wollen wir das? So wird es aber kommen. Ich sag's euch. Wenn wir uns hier abschaffen mit diesem grünen Ökofaschismus, ist hier eh bald Feierabend. Es ist zum Heulen. Zum Heulen. Und die Leute, die das entscheiden, das muss man sich unbedingt merken. Auch bei uns, die SPD in Niedersachsen, hat sich enthalten im Bundesrat. Und das kommt gleich einem Nein gleich im Bundesrat. Ist leider so. Und das muss man sich immer merken jetzt. Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen, Freunde des Karnevals.